Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das hier wird tatsächlich so eine Art Vlog. Und zwar habe ich mir gerade spontan überlegt, dass es doch total Sinn machen würde, wenn ich euch ganz konkret zeige, wenn wir jetzt gerade aktuell zum Beispiel wieder 2 Wochen alle zu Hause sind, weil Kindergärten zu und Ferien, wo ich mir die Zeiten für mich im Alltag nehme, nicht nur abends, wenn die Kinder schlafen, sondern tagsüber. Diese Idee ist gerade geboren worden und wir gucken mal, wo uns das so hinführt, ob ich das so durchhalte. Und ja, ich hoffe einfach, ihr habt Spaß und es gefällt euch und es inspiriert euch ein bisschen. Also heute ist tatsächlich Montag, wir haben es ungefähr 10.30 Uhr. Ich hatte schon einen Termin, die Kinder spielen gerade. Und ich werde jetzt auch zum Beispiel anfangen, jetzt in den mindestens 2 Wochen, die jetzt vor uns liegen, mir auch wieder täglich Karten zu ziehen. Und zwar aus meinen 2 Lieblingsdecks. Das hier ist Das Universum steht hinter dir von Gabrielle Bernstein. Und das hier sind meine Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. Und aus denen werde ich jetzt jeweils einmal eine Karte ziehen und die euch zeigen. Und das ist gerade auch so eine Zeit für mich. Das ist egal, ob die Kinder laut sind und rumrennen, ob die hier reinkommen, mich was fragen. Das ist völlig egal. Und trotzdem kann ich gerade was für mich tun und mir diese 2 wundervollen Karten ziehen. Also, die Karten habe ich gerade gezogen. Die finde ich wundervoll passend. In dem Moment, in dem ich eins werde mit der Liebe, wird mir die Richtung gewiesen. Es ist tatsächlich so, dass ich seit über einer Woche mich jeden Tag mehrmals mit meinem Herzen verbinde. Da ganz tief reingehe, die Energie meines Herzens spüre. Dazu passend gibt es übrigens auch eine Meditation auf dem Kanal, die verlinke ich euch nochmal. Und deswegen passt das gerade so gut, weil ich möchte mal das Experiment wagen, wirklich Vertrauen zu haben, zu versuchen, nichts aktiv zu beeinflussen, sondern mich leiten zu lassen. Deswegen gehe ich da immer wieder ganz aktiv in meine Herzensenergie, um auch meine Energie hochzuhalten und um mich gut zu fühlen. Und diese Karte hier habe ich beim letzten Mal auch schon gezogen. Und ich dachte eigentlich, ich hätte die Aufgabe erfüllt, die mir hier zwangsläufig irgendwie so ein bisschen gestellt wurde. Offensichtlich ist dem nicht so. Ich lese euch einmal vor. Bei den Weisheitskarten gibt es nämlich ein Büchlein dazu und dann steht zu jeder Karte was geschrieben. Und ich lese euch jetzt einmal vor, was zu der Karte hier steht. Sprung ins Ungewisse. Grundbedeutung. Mut über den eigenen Schatten springen. Die Angst überwinden und Risiken eingehen. Die Botschaft des Orakels. Um voranzukommen, musst du dich jetzt dem Unbekannten stellen. Es ist vollkommen in Ordnung, dabei Angst zu haben. Es gilt jetzt, ein Risiko einzugehen, das du nicht abzuschätzen weißt, und auch die freudige Erregung zu verspüren, die ein bevorstehender Sprung ins Ungewisse mit sich bringt. Das Göttliche ist um dich, hab also keine Angst. Du bist aufgerufen, dein wahres Selbst zum Ausdruck zu bringen. Höre auf die Stimme deines Herzens, auf deine Seele, nicht auf deinen Kopf. Tritt an den Rand dieses Abgrunds und entdecke, dass du fliegen kannst. Du musst dich ins Unbekannte vorwagen, um deinen eigenen Wundern zu begegnen. Und ich glaube, das passt auch zu dem, was ich zu der anderen Karte gesagt habe, dieses mit meinem Herzen verbinden. Und dann ist hier in dem Büchlein noch aufgeteilt in Beziehungsbotschaft, Erfolgsbotschaft und Schutzbotschaft. Schutzbotschaft ist es immer, wenn man die Karte auf dem Kopf zieht. Dann zeigt es an, dass hier die Schutzbotschaft gemeint ist. Ich würde jetzt einmal noch die Erfolgsbotschaft lesen. Die Beziehungsbotschaft habe ich nämlich beim letzten Mal gelesen, als ich die Karte gezogen habe. Erfolgsbotschaft. Wenn es jemals eine Zeit gab, in der es galt, einen Sprung ins Ungewisse zu tun, dann diese. Es ist der perfekte Moment, um ein großes Wagnis einzugehen. Das Unbekannte ist jetzt die einzig wahre Option.
Und wenn du dich über das vertraute Terrain hinauswagst, wirst du Schätze entdecken, die deine kühnsten Träume übertreffen. Lass dich von deinem Mut anstatt von deinen Ängsten leiten. Das war die Katze. Du musst nicht die genaue Form dessen kennen, was du erstrebst. Im Wesen liegt die wahre Kraft. Und was das göttliche Prinzip für dich bereithält, ist besser als alles, was du dir selbst auszumalen vermöchtest. Und das ist gerade so auch tatsächlich meine private kleine Challenge gerade, dieses mutig sein und nicht mich von der Angst leiten zu lassen. Und das ist sehr, sehr, sehr herausfordernd, aber das ist eine gute Herausforderung gerade. So, jetzt sind wir draußen und die Kinder fahren in der Nachbarschaft Fahrrad. Und weil wir noch keine Bank vor dem Haus stehen haben, werde ich jetzt gleich die Kofferraumklappe von meinem Auto aufmachen und mich da reinsetzen. Und habe mir, das kann ich jetzt gerade nicht zeigen, ich habe mir jedenfalls ein Buch mit runtergenommen. Ein Marketingbuch, dem ich gerne lesen möchte, weil ich da meine Skills ein bisschen schärfen möchte. Das heißt, die Kinder fahren jetzt Fahrrad und ich habe ein Auge auf die und lese trotzdem etwas bzw. bilde mich weiter in einem Bereich, der mir halt wichtig ist. So funktioniert das. Also immer schauen, was machen die Kinder, was kann ich in dieser Zeit tun? So, jetzt ist gerade so der Klassiker. Das würde ich jetzt auch einfach mal nicht unter außergewöhnliche Situationen, denen man sich Zeit für sich nehmen kann, zählen, weil wir machen jetzt jeder eine Stunde Mittagsruhe. Also bei uns macht niemand mehr Mittagsschlaf. Aber eine Stunde ist einfach Sendepause. Und in der Zeit höre ich meistens eine Hypnose oder Affirmation oder lese irgendwie was. Also da macht so jeder seins. Das ist super, 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 super wichtig für mich. Für uns alle eigentlich, diese eine Stunde Pause, wo Stille ist. Guten Morgen von Katze Nummer 1 und mir. Ich habe gestern Abend noch 10 Minuten Yoga gemacht und 10 Minuten meditiert, als dann die Kinder im Bett waren. Und ich dachte, ich lege heute mal den Fokus da drauf, auf diese kleinen Dinge, die ich im Alltag mache, die so wenige Sekunden Zeit kosten, was aber wirklich sehr wertvolle Sekunden sind, wenn es um meinen Energiehaushalt geht, um meine gute Laune geht. Einfach darum, dass ich den Tag gut überstehe. Das machen wir also heute. Und wir starten mal mit diesen Schätzen. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl, die ich gegriffen habe. Das sind meine Roll-Ons. Das heißt, da sind ätherische Öle drin, beziehungsweise ätherische Ölmischungen, gleich vermischt mit fraktioniertem Kokosöl, sodass ich die direkt auf die Haut auftragen kann. Das hier sind Originale. Den habe ich selber zusammen gemischt. Und das mache ich mehrmals täglich. Ich entscheide je nachdem, was ich brauche, wen ich benutze und auftrage. Und das ist ganz wichtig für mich geworden, weil ich A, in meinen Körper hineinhöre, was brauche ich gerade, was ist gerade notwendig. Und B, mir da mal wirklich so wenige Sekunden nehme und das auftrage und auch ganz bewusst auftrage, in dem Wissen, ich tue da gerade was ganz, ganz Wertvolles für mich. Den hier habe ich relativ neu und jetzt in der Corona-Zeit ist der irgendwie, ja, sehr wichtig für mich geworden. Der ist so bei innerer Unruhe, Ungeduld, um einfach so ein bisschen sich zu beruhigen. Den finde ich ganz toll, der riecht auch mega, mega krass gut, den liebe ich sehr. Das hier ist, wie gesagt, mein selbst zusammengemischter. Hier sind so Öle drin, die erden, die uns runterholen, die entspannen. Den nutze ich sehr, sehr gerne am Abend. Peppermint, das ist so der Energiekick zwischendurch. Oder wenn ich merke, hier kommen so leichte Kopfschmerzen, dann sofort Peppermint auf die Schläfen. Oder wie gesagt, für so einen Energiekick auf die Handgelenke oder einfach dran schnuppern. Das ist super wertvoll für mich, wenn ich so einen Durchhänger habe, gerade irgendwie müde bin, dann das. Und das ist quasi mein Parfümersatz. Also ich benutze kein Parfüm mehr. Und je nach Stimmungslage benutze ich entweder Chia. Ist auf jeden Fall stimmungsaufhellend, riecht aber sehr schön zitronig. Oder Passion. Also Passion, das ist so mein Duft, sage ich immer. Der riecht so, 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 so toll. Aber den benutze ich selten im Alltag. Der ist so für besondere Momente. Und das sind so diese kleinen Dinge im Alltag,
die wenige Sekunden kosten, aber die man ganz bewusst auch für sich nutzen kann. Wir waren gerade auf dem Spielplatz und die Zeit nutze ich immer, immer, immer. Also es sei denn, ich bin mit jemand anderem da und unterhalte mich. Aber sonst eigentlich immer zum Lesen. Ich lese gerade das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast, von Philippa Perry. Kann ich jetzt schon sehr empfehlen. Ich werde aber auf jeden Fall ein ausführliches Video dazu nochmal machen. Was auch noch so ein kurzer Quickie für zwischendurch ist, ist die Soul Food Box. Die habe ich euch schon mal ausführlich in einem Video vorgestellt. Da zieht man sich halt jeden Tag eine Karte, holt sich da den Impuls, den Input und kann dann so über den Tag verteilt über die Frage, über die Aufgabe nachdenken. Das ist auch sowas, was zwischendurch geht, wo die um euch rumrennen können, wo ihr denen das sogar vorlesen könnt, wenn ihr wollt, was hier draufsteht, lässt sich super integrieren. Und dann wollte ich euch noch was zeigen. Ich benutze jetzt schon eine ganze Weile so einen Habit-Tracker. Es gibt manchmal Gewohnheiten, die schleifen bei mir. Sowas wie Yoga machen. Das kommt dann zum Beispiel vorne hin. Oder so neue Routinen, die ich etablieren möchte oder wo ich einfach ausprobieren möchte, ist das was für mich. Das wird hier vorne hingeschrieben. Dann hier oben kreuze den Monat an. Und dann hakt man einfach ab, beziehungsweise hat man so im Überblick, wann habe ich das gemacht. Kann man auch super machen mit so einem Mood-Tracker. Also bei den einzelnen Tagen halt einfach auch mal nur zu gucken, hey, wie war denn meine Laune heute? Um da vielleicht mal ein Muster zu erkennen. Kann ich sehr empfehlen. Einfach mal Habit-Tracker googeln. Da gibt es zig Vorlagen. Guckt einfach, welche für euch passt. Ich fand die hier super passend. Und es liegt immer neben meinem Bett. Und dann kreuze ich das einfach für den Tag an. Kann ich sehr empfehlen. Hallo, am Mittwoch um 17.30 Uhr. Also heute war so ein Tag, da sitze ich jetzt auch tatsächlich das allererste Mal alleine und habe heute noch nicht so viel gemacht, aber ich habe die Öle gemacht, weil ich euch gestern schon gezeigt habe. Und an solchen Tagen sind für mich diese kleinen Momente, diese Sekundenaufnahmen ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn ich noch im Auto sitze, bevor ich aussteige, um die Kinder abzuholen, nochmal dreimal tief durchatmen. Oder auch so zwischendurch mal, einfach mal dreimal tief ein- und ausatmen. Mal kurz alleine auf den Balkon gehen zum Beispiel. Oder wenn jetzt die Sonne so schön scheint, dann bleibe ich einfach irgendwo stehen, wo ich gerade gehe und halt mal mein Gesicht in die Sonne. Also ich mache so die Augen zu, halt mein Gesicht in die Sonne, genieße das kurz und dann geht's weiter. Diese Momente sind dann ganz, ganz wichtig. Das sind auch so kleine Augenblicke, wo ich mich mit mir verbinde, in meinen Körper einchecke. Und das mache ich aber ganz intuitiv, also nicht so, oh, die Sonne scheint, ich muss jetzt stehen bleiben und das genießen, sondern halt da, wo es mir halt gerade einkommt, das tatsächlich zu machen. Ja, das waren jetzt 3 Tage von, ich weiß nicht was, wie ich das nennen soll, ein Vlog ist es ja nicht. Das werde ich jetzt zusammenschneiden und euch hochladen und vielleicht hat es dem einen oder anderen irgendwie einen Impuls gegeben, das hoffe ich sehr. Schreibt mir doch gerne mal in den Kommentaren, was ihr euch vielleicht mitnehmen konntet aus dem Video, irgendeine neue Idee, was ihr für euch ausprobieren wollt, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Denn ich habe dank des Live-Updates von euch ja jetzt ganz viele Ideen bekommen, was ihr gerne sehen wollt. Das setze ich jetzt so in den nächsten Wochen um und freue mich da ganz sehr drauf. Also bis ganz bald. Tschüss!